zum Tagesordnungspunkt erhält jetzt der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir führen heute eine Debatte um die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Wir sprechen aber auch über den Wert von Kunst und Kultur und über die Frage, wie Kreative in diesem Land vergütet werden und wovon sie leben können. Dabei ist zunächst einmal festzuhalten, das Konzept der Verwertungsgesellschaften hat sich in diesem Lande bewährt. Die Bündelung der Rechtewahrnehmung und damit auch die Rechtssicherheit der Nutzer, urheberrechtlich geschützte Werke zu brauchen, ist eine 50-jährige Rechtstradition und an der halten wir heute fest. Gleichwohl sorgen wir für die notwendige Modernisierung dieses Gesetzes, indem wir den Verwertungsgesellschaften ermöglichen, mit neuen Kommunikationsformen interaktiv und im Wege der Beschlussfassung mit ihren Berechtigten und mit ihren Nutzern in Kontakt zu treten. Und gleichwohl bleibt eines erhalten: Verwertungsgesellschaften sind quasi gemeinnützig tätig. Sie haben nur Aufwendungen für sich selbst und schütten das, was übrig bleibt, für kulturelle und soziale Zwecke aus. Ich denke, das darf auch heute mal erwähnt werden. Gleichwohl gab es einen Reformbedarf im Bereich der Schiedsverfahren. Schiedsverfahren sind notwendig, weil sich die Gerätehersteller und die Hersteller von Speichermedien einerseits und die Verwertungsgesellschaften andererseits nicht immer sofort über den richtigen Preis und den gerechten Wert für die Abgabe der Privatkopie einigen konnten. Und das hat dazu geführt, dass in der Vergangenheit die Verfahren sehr lange gedauert haben. Aber lange Verfahren sind nicht das, was wir unter Gewissheit und Rechtssicherheit verstehen. Deswegen wird mit diesem Gesetz die Möglichkeit eingeführt, diese Verfahren nicht nur zu beschleunigen, sondern mit der Sicherheitsleistung wird einerseits dem Interesse der Hersteller an einer konkreten Zahl, die sie zu leisten haben, und andererseits dem Interesse der Urheber an geldwerten Zuflüssen gerecht geschehen. Wir haben uns lange überlegt, ob wir eine Sicherheitsleistung oder eine Hinterlegungspflicht einführen sollten. Aber verfassungsrechtliche und ganz pragmatische Gründe haben uns dazu getrieben, von einer Hinterlegungspflicht abzusehen. Eine Hinterlegungspflicht würde dazu führen, dass gerade kleine und mittelständische Hersteller von Geräten und Speichermedien zu sehr Liquidität und Geld verlieren würden und bei den Urhebern und bei den Kreativen würde es nicht ankommen. Deswegen ist, wie im Gesetz steht, die angemessene Sicherheitsleistung die richtige Balance zwischen Interessen der Autoren, der Kreativen und den Herstellern von Speichermedien. Ich denke, darauf können wir stolz sein. Natürlich müssen wir uns fragen, wie wir zukünftig diese Verfahren noch verbessern können. Ein erstinstanzliches Verfahren vor dem Bundespatentgericht hätte sicherlich seinen Charme. Davor müssten wir aber das Grundgesetz ändern. Und vielleicht wäre es besser, als das Grundgesetz zu ändern, auch im materiellen Recht noch Verbesserungen herbeizuführen. Beispielsweise durch eine Festlegung im materiellen Recht, ob nicht gewisse Prozentzahlen festgeschrieben werden können. Das sollten wir uns auf alle Fälle in der nächsten Zeit gut überlegen. Gut zu überlegen müssen wir aber auch die Frage, wie wir mit den beiden Urteilen umgehen, die die Verwertungsgesellschaften in der letzten Zeit getroffen haben. Das ist einerseits das Urteil Reprobel des Europäischen Gerichtshofes und auf der anderen Seite das VG-Wort-Urteil des Bundesgerichtshofs. Es steht einem Gesetzgeber nicht zu, eine Urteilsschelte zu betreiben. Er kann aber und er muss, wenn grundlegende Voraussetzungen für ein Gelingen des Urteilstenors in der Gesellschaft fehlen, Korrekturen anbringen. Und ich glaube, dass
die beiden Urteile Korrekturen des Gesetzgebers erfahren müssen. Die beiden Urteile sagen im Prinzip, Ausschüttungen der VG Wort sind solche, die nur den Autoren zustehen. Für die Verlage soll nichts übrig bleiben. Und das verkennt ein Stück weit die Lebensrealität. Ohne Verlage, ohne jemanden, der die Druckfahne liest, der das Marketing organisiert, der dafür sorgt, dass in den kleinen Buchhandlungen ein Vertriebsweg geöffnet wird, können manche Autoren gar nicht erst entdeckt werden oder ihr Werk unter die Leute bringen. Ja, wir müssen uns fragen, welche Art von Literaturbetrieb wollen wir in diesem Land haben? Wollen wir eine Situation haben, wo nur noch große Online-Händler über Online-Vertriebswege mit großen Verteilzentren einzelne wenige Werke an den Mann oder an die Frau bringen? Oder schätzen wir auch in diesem Land die kleinen Buchhändler, die jungen Autoren, die modernen Kreativen, die vielleicht nur deswegen den Zugang zur Literatur finden und zu ihren Lesern, weil sie eine Chance bekommen? Aber diese Chance funktioniert eben nicht ohne Verlage, die bereit sind, einen Teil des wirtschaftlichen Risikos zu schultern. Deswegen sollten sie auch einen Teil der Einnahmen bekommen. Dafür werden wir uns einsetzen. Unserem Leitbild liegt die Idee einer Kulturnation zugrunde. Literatur, künstlerische Werke, kreative Dinge lassen sich nicht allein ökonomisieren. Ja, Menschen und Kreative müssen davon leben. Aber es hat auch einen Wert an sich, wenn Romane geschrieben werden, Gedichtbände veröffentlicht werden und wenn so etwas auch eine Veröffentlichung, eine Verbreitung findet. Deswegen werden wir uns dafür einsetzen, dass hier auch zukünftig ein fairer, gerechter und sozialer Ausgleich erfolgen kann. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, haben wir viel zu tun, aber für heute liegt ein guter Gesetzentwurf vor uns. Ich darf Sie bitten, diesem zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur